In Hoyerswerda und Umgebung kann man am Samstag beim langen Tag der Vereine viele Einrichtungen besuchen und einen Blick ins Vereinsleben werfen. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Homepage unter elsterwelle.de. Am Wochenende geht der Europalauf am Lausitzbad in seine 8. Auflage. Dabei treten die Läufer 24, 12 oder 6 Stunden lang gegeneinander an und absolvieren so viele Kilometer wie möglich. Am Sonntag um 8 Uhr starten zudem die Marathonläufe. Im Rahmen der Skibocker Tage 2017 lädt die Stadt Bischofswerda am Samstag ab 13 Uhr zur Kinder- und Vereinsfestmeile. Ab 16 Uhr gibt es auf der Bühne ein buntes Programm, bestehend aus Aerobic, Gesang und DJs. 12 Künstler treten am Samstag auf 3 Bühnen beim 20. Summer Open Air Festival des Jugendvereins Straßgräbchen auf. Dazu gibt es ein Feuerwerk, Konfetti und vieles mehr. Einen Blick hinter die Kulissen der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda gibt es am Samstag am VBH-Firmensitz im Industriegelände. Ab 10 Uhr beginnt ein Kulturprogramm mit dem Orchester Lausitzer Braunkohle. Außerdem sind weitere VBH-Stationen offen und mit einem Shuttlebus erreichbar. Das Azurit-Seniorenzentrum in Kamenz wird am Samstag offiziell getauft. Der von Bürgern eingesendete und von einer Jury ausgewählte Namensvorschlag wird um 11 Uhr am neuen Gebäude in der Hohenstraße bekannt gegeben. Im Anschluss startet ein buntes Programm aus Live-Musik, Spiel und Spaß. Ärzte und Therapeuten der Helios-Klinik in Pulsnitz laden am Samstag ab 13 Uhr zur Akademie für jedermann ein. Themen diesmal sind die Prävention von Schlaganfällen, Ernährung bei Bluthochdruck sowie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Die Kita Kunterbund in Pulsnitz veranstaltet am Samstag ein Kinder- und Familienfest. Los geht es hier ab 15 Uhr. Im Amphitheater Großkoschen trifft am Samstag das Akkordeonorchester auf die Big Band. Den zweiten Teil des ungewöhnlichen Zusammenspiels der Musikschule Fröhlich kann man ab 19 Uhr lauschen. Auch am Sonntag werden in Bischofswerda die Skibocker Tage gefeiert. Um 8 Uhr startet unter anderem die 16. Butterberg-Fahrrad-Erlebnistour. Und ab 12.30 Uhr folgt das Skibockrennen mit Showacts. Mit dem Lausitzer Wanderverein geht es am Sonntag rund um den Keulenberg. Treff für alle Wanderbegeisterten der 15. Grevenhainer Sportwanderung ist um 7 Uhr am Parkplatz in der Bonhoeffer Straße. Die Gaststätte zur Eisenbahn in Kamenz-Wieser richtet am Sonntag einen Trödelmarkt aus. Geöffnet ist zwischen 10 und 14 Uhr. Die sorbische Trachtengruppe Seidewinkel startet am Sonntag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und den Königswarter Blasmusikanten in den Tag. Im Anschluss wird um 14 Uhr das Essen am Feldrhein feierlich eröffnet. 38 offene Ateliers, Werkstätten und Ausstellungen laden am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zur kulturellen Landpartie in und um Hoyerswerda ein. Eine Übersicht des 9. Kunstlandstriches ist auf der Website der Hoyerswerda Kulturfabrik zu finden. Der gemischte Chor in Pulsnitz veranstaltet am Samstag das 10. Open-Air-Konzert in der Kleingartenanlage am Russengrab. Start ist um 14.30 Uhr. 5 bekannte sächsische Komponisten präsentieren am Sonntag ihre neuen Werke unter dem Titel Neue Musik auf alten Instrumenten. Los geht es um 16 Uhr im Hoyerswerda Schloss. Unter dem Titel Liebe lädt am Sonntag die Kreismusikschule OSL zum Sommerkonzert in das Amphitheater nach Großkoschen ein. Beginn ist um 16 Uhr und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik flimmert am Sonntag um 20 Uhr der Streifen Egon Schiele, Tod und Mädchen über die Leinwand.